Und endlich Pub Cup haben wir endlich erreicht. Was für ein Name für eine Stadt. Okay, eine Baumstadt. Ach, hier sind diese Viecher. Hey. Timmy, nee, nein, Topo, Topomi. Ko, Purechi, Timmy, nein. Was hat der Lärm zu bedeuten? Poco, bist du das? Ist das denn Besucher? Bitte, bitte kommt herein. Ich glaube, die lassen uns jetzt aber auch nur rein, weil wir diesen Poco geholfen haben. Ich verstehe. Ihr versucht also das Festland zu erreichen. Wie? Nur so viele von denen. Ich bin jetzt irgendwie sesshaft geworden, aber früher war ich selbst ein ziemlicher Abenteurer. Vor einigen Jahren bin ich vom Festland hierher gekommen. Dann habe ich natürlich meine Frau kennengelernt und am Ende bin ich hier geblieben. Verzeiht, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Wie unhöflich. Ich heiße Bait und das sind Zen, Shami, Rinpo, Poske und Peso. Sie wollten euch sehen. Wir haben hier nur selten Besuch, versteht ihr? Und das ist Poco, meine Frau. Was? Sie ist ziemlich süß, nicht wahr? Poco Piui. Ni wama Poto Piui. Sie sagt, deine Frau ist auch sehr hübsch. Okay, ich würde mal sagen, Rio und Nina sind nicht zusammen. Dennoch, kannst du uns sagen, wie wir von hier zum Festland kommen? Oh, das ist richtig. Verzeiht mir. Das will ich ehrlich gesagt nicht wissen, Sinas. Nun, die Leute, die euch gesagt haben, dass ihr dorthin kommt, wenn ihr das Watt durchquert, haben recht. Es geht. Scheint aber echt noch ein weiter Weg zu sein. Es geht jedoch nur, wenn die Flut zurückgeht und der Pfad zwischen dem Watt wieder erscheint. Ihr müsst die Zeit genau einteilen, bevor der Pfad wieder verschwindet. Und wann ist das? Purechi, Suro, Ko, Tahan, Kalu, Poko, Kairini. Sie sagt, dass ihr eine Weile hier bleiben sollt. Sie sagt euch, wann die richtige Zeit ist und führt euch hin. Die Musik klingt hier auch schon sehr abgedreht. Aber irgendwie mag ich so. Diese Viecher haben auch irgendwie was, auch wenn ich ein bisschen merkwürdig finde, dass die hier scheinbar zusammen sein sollen. Naja, ich weiß ja nicht so recht. Gut, ich würde sagen, ich komme mich hier erstmal ein bisschen um. Weil ich könnte es, glaube ich, gerade gut ertragen, irgendwo zu übernachten. Wenn das hier möglich ist. Und was habt ihr denn? Tatoro, Tatoro, Timmy, Puka, Puka. Wollt ihr den hier ärgern? Oh. Es scheint, dass es ihm oder ihr nicht sonderlich gut geht. Ich dachte gerade, das muss ich jetzt wieder füttern oder so. Pappkap, Tatoro, Timmy, Pilu, Timmy, Puka Puka. Hier ist ein Tagebuch. Dies scheinen Bates Notizen zur Sprache der Pappkap zu sein. Das ist nicht verkehrt, glaube ich. Wir lernen jetzt die Sprache. A bis N. Ein während Periode. Ichi Osten. Kairu führen Lehren. Sollte ich mir das aufschreiben? Ko, hier, dies. Michu, Geheimnis. Na, Fisch. Ni, du, das. No, falsch, schlecht. Okay. Was ist O bis R? Nosta, Norden. Pakap, uns. Picoto, aber noch. Poe, meisterlich. Poto, mehr erstaunlich. Purechi, Freund. Ich werde mir das im Nachhinein mal angucken und mal gucken, was da für Sätze bei rauskommen.
Puka Puka, langsam relaxed, bedeutet sinngemäß auch, was sein wird, wird sein. Was? Rikuku Medizin, Roy Felsstein. Ist ja sehr kompliziert, die Sprache. Und S bis Z. Sanami Süden, Santo, danke. Sonna, Entschuldigung. Tan, Zeit. Tatoru, tanzen. Temi, Feind, böse Person. Treja, Schatz. Und Ueshi, Westen. Wisst ihr Bescheid? Oh Gott. Hey. Finde ich aber cool irgendwie. Dass man die Sprache quasi auch dann verstehen kann. Mit diesem Lexikon. Was? Es ist jemand krank? Ja, in dem Raum dort drüben. Einer der Pappcups kümmerte sich vor Schmerzen und stöhnte. Ja, die Wahrheit ist, keines der Kräuter hier kann verwendet werden, um die Krankheit zu heilen. Oh, also habe ich das falsche Kraut benutzt. Ich habe bereits alles versucht, aber... Dann, was wird mit ihm geschehen? Du meinst wohl ihr. Nebenbei, die Pappcups sagen Puka Puka. Was sein wird, wird sein. Es ist ihre Lebensweise. Das Sterben scheint sie nicht zu stören. Aber stört mich. Wir können ihn nicht einfach sterben lassen. Wir holen die Kräuter, die du brauchst. Wo können wir sie finden? Sag jetzt nicht den Urwald. Wir können nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. Lasst uns etwas zum Dank für eure Gastfreundschaft tun. Also gut. Zuerst müsst ihr nach Lip gehen. Die Kräuter, die wir brauchen, können irgendwo auf dem Ozean gefunden werden. In Lip sollte es jemandem möglich sein, euch zu sagen, wo ihr sie finden könnt. Nach Lip also, okay? Aber bevor ich das mache, gehe ich nochmal runter. Na, kann ich bei dir übernachten? Porici, Puka Puka. Scheinbar nicht. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Sonna, Pomita, Teruta, Tibi. Ich kann hier also nicht übernachten, auch Mensch. Aber ich kann hier raus. Gut, dann muss ich also wieder nach Lip. Wenigstens ist der Weg nicht ganz so weit. So. Dann gucken wir mal, ob wir die Person finden. Und was kann ich ja hier noch übernachten? Ah ja, genau. Dazu müssen wir hier irgendwo übernachten, wo es bequem sein soll. 50 Seni können wir dafür erübrigen. Das geht ja noch. Und natürlich speichern wir auch direkt. So. Dann will ich mal schauen, ob ich die Person finde. Ihr wollt auf den westlichen Kontinent? Ich habe gehört, dass man dorthin gelangt, wenn man das Watt überquert. Okay, du hast schon mal nicht die Kräuter? Eines der Pappcups ist krank. Dann ist das ein Problem, nicht wahr? Ich meine, sie haben wahrscheinlich nur wenige Heilmittel, oder? Du kannst mir also auch nicht helfen. Ich sah ein riesiges Monster draußen auf dem Ozean. Es war wie eine gigantische Seeschlange. Oder Schlange. Wirklich, ich habe es gesehen, aber keiner glaubt mir. Glaubt ihr mir? Ja doch, ich habe sowas Ähnliches gesehen. Es war an der Stelle nordwestlich von Schick, wo es wirklich richtig seicht wird und all die Felsen. Da war dieses große Gesicht, das aus dem Wasser kam. Das habe ich direkt angesehen. Okay. Wenn ich entsprechend dahin kann, sollte ich mir das mal ansehen. Sucht ihr nach ein paar Waffen. Nehmt euch ruhig Zeit. Seht euch um. Achso, das ist der wieder. Aber ich habe hier ein bisschen Geld. Jetzt ist nur die Frage, was wollte ich noch kaufen? An sich wäre eine Windrobe für Ursula nicht schlecht. So. Haben wir es auch schon mal. Okay, wie sieht's... Ah ne, du bringst mich nur übers Meer.
Du hilfst mir in dem Fall wahrscheinlich wenig. Wie? Ein Heilmittel, das man am Meer findet? Ich habe von etwas dieser Art auf der namenlosen Insel gehört. Und zwar östlich von hier. Man nennt es Mutskraut. Oder so in der Art. Östlich? Gut, gucken wir mal, ob du uns dahin bringen kannst. Braucht ihr wieder das Schiff? Ja, brauchen wir. Also gut, dann lass uns die Segel setzen. Kann ich jetzt das Schiff selber steuern? Ja, sieht so aus. Ostwind, Geschwindigkeit 1. Wie man das Schiff steuert. Windrichtung beurteilen, Vorräte, Entdeckungsfahrt. Okay, erstmal Windrichtung. Du kannst das Schiff in die gleiche Richtung bewegen, in die der Wind weht, indem du die X-Taste die Segel des Schiffes hisst. Na toll. Mithilfe der Richtungstasten kannst du den Kurs des Schiffes ändern. Allerdings kannst du nicht gegen den Wind segeln, solange die Segel noch gehisst sind. Du kannst die Ruder des Schiffes einsetzen, wenn du die Kreistaste drückst. Okay, Windrichtung beurteilen. Das Fenster im oberen rechten Bereich des Bildschirms zeigt die aktuelle Windgeschwindigkeit und die Richtung an. Die Richtung, in die sich der Wind ändern wird, wird ebenfalls angezeigt. Du kannst Vorräte einsparen, indem du die Segel einholst und wartest, bis der Wind in die Richtung weht, in die du segeln möchtest. Okay, wie sieht's mit Vorräte aus? Der Balken am unteren Ende des Bildschirms zeigt dir die verbliebenen Vorräte an. Je mehr Zeit du auf der See verbringst, desto mehr Vorräte verbrauchst du. Sobald alle Vorräte vollständig aufgebraucht sind, kehrt das Schiff automatisch in den ursprünglichen Hafen zurück. Durch Drücken der Kreistaste kannst du die Ruder des Schiffs einsetzen. Allerdings steigt dadurch der Verbrauch an Vorräten an, logischerweise. Okay, wie sieht's mit der Entdeckungsfahrt aus? Drück die Dreieckstaste, um ein Beiboot zu Wasser zu lassen, das die Umgebung um das Schiff herum erkundet. Falls es eine Insel oder einen anderen Ort gibt, an dem man an Land gehen kann, dann wird das Beiboot dort anlegen. Durch Drücken der Dreiecktaste in der Nähe eines Hafens legt das Schiff dort an. Alles klar. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Erstmal muss ich sowieso rudern. So, mal gucken, ob ich diese namenlose Insel finde. Wisst ihr das hier vielleicht schon? Möchte ich hier anlegen. Achso, das ist diese Insel. Nee, hier sind wir falsch. Das ist definitiv nicht die namenlose Insel. Südostwind. Nordostwind. Südostwind. Okay, ich setze mal die Segel. Nordwestwind. Ey, der Wind macht auch, was er will. Ich warte noch einen Moment. Südwest. Westwind. Muss ich in die Richtung? Okay, auf jeden Fall komme ich da ja noch nicht rüber. Okay, ich muss nochmal rudern. Ich gehe nochmal an Land. Halt, zurück zu... Das war falsch. Na gut, ich würde sagen, die Vorräte sind gleich aufgebraucht. Wenn der Wind jetzt wenigstens mal mitmachen würde, aber ich glaube, ich werde gleich wieder zurückgesetzt. Na toll. Nee, ja gut, dann... Unsere Vorräte sind zu Neige gegangen. Wir müssen zum Hafen zurücksegeln. Ja genau, hier wollte ich auch hin.
Genau, ankern. Hab den falschen Knopf gedrückt. Ich will nochmal mit den Typen reden. Ob ich das richtig verstanden habe. So. Östlich von hier, okay. Also definitiv östlich, aber da komme ich ja nicht drüber. Ich versuch's nochmal. Also im Osten wäre ja wirklich, wenn ich... entsprechend darüber gehe. Es sei denn, ich kann da außen rumsehen. Ich versuch's mal. Hui. Der Wind macht gut mit. Halt! Ich muss außen rum. Scheiße. Okay, ein bisschen rudern. So, jetzt geht's wieder. Ab geht's. Los, Wind. Genau, jetzt in die richtige Richtung. Komm schon, Wind. Ich brauche dich. Lass mich jetzt nicht hängen. Okay, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Okay, machen wir mal erkunden. Na, irgendwas zu sehen, Ryu? Hier scheint nichts zu sein. Okay, dann war das vergebens. Dann muss ich umdrehen. Toll. Der Wind will gerade nicht so. Ich kann hier aber auch nirgends groß hin. Außer dort. Ja, das reicht nicht mehr. Nein! Vorräte sind wieder aufgebraucht. So. Dann will ich mir da diese Insel nochmal angucken. Aber ich glaube, von dort kam ich. Okay, ich gehe mal in Land. Ah ja, hier ist tatsächlich eine Insel. Eine krumme Schraube gibt's hier. Das ist alles, was ich hier vorfinden kann. Wow. Also lohnenswert war das nicht. Ja, die Vorräte sind trotzdem zu Neige. Nein! Aber wie man einfach mal direkt sofort zum Hafen zurückkehrt. Ohne dabei große Probleme zu haben. Jetzt muss ich nur gerade nochmal gucken, wo die anderen Anlegestellen nochmal waren. Beziehungsweise die anderen Fähnchen. Hier. Und zumindest hierfür reicht es. Hier gibt es nur eine Pflanze. Eine seltsam aussehende Pflanze wächst hier. Könnte das das Moritzkraut sein? Ja, und wie kriege ich das jetzt? Ach so. Einfach schnitzen. Gut. Okay, ich habe das Moritzkraut. Gut, dann habe ich es gefunden. Dann kann ich jetzt zurück. Also, Vorräte sind aufgebraucht. Zurück! Nein, nicht absägen. Wir bleiben hier. Wir haben jetzt unser Moritzkraut. Und können das jetzt den doch theoretisch bringen, oder? Ich würde mal sagen, ich bringe das mal erstmal hin. Vielleicht reicht das ja schon. Weil die anderen sagen jetzt nichts Neues. Marsch, Marsch.
Oh. Oh, Pappkap. Nee, Pureci. Sonna, Pomita, Teru. Teruta, Temi. Mhm. Ihr mich auch. So, wo seid ihr denn? Hier wäre sogar ein Musikinstrument. Kann ich nur leider nicht benutzen. Ah ja. Habt ihr die Kräuter gefunden? Ich danke euch vielmals. Kommt mit. Geben wir eben die Kräuter und schauen, was passiert. Ja, dann. Habt ihr die Kräuter gefunden? Ja, ja. Die Frage ist, wo ist er denn? Oder ist der das hier? Ryu gab dem Pappkap das Smutskraut. Funktioniert das? Danke. Ich weiß nicht, ob es wirken wird, aber Puka Puka. Wir müssen einfach abwarten und sehen, oder? Es ist spät. Ihr solltet euch ausruhen. Morgen werden wir sehen, wie es ihm geht. So lange müssen wir uns gedulden? Wow. Notfalls hätte ich ja noch ein zweites da. Gut. Frisch ausgeschlafen. Sehen wir mal nach, wie es dem jetzt geht. Ja, okay. Er scheint wieder topfit zu sein. Seht nur, anscheinend haben die Kräuter gewirkt. Sadorikuku, Pilota, Pilota. Tatoru, Puka Puka, Pekoto, Rikuku, Puka Puka. Ni, Purichi, Popcap, Puka Puka, Ni, Puka Puka, Poto. Er sagt, es hätte ihm nur durch Tanzen besser gehen können. Doch er ist sicher, dass eure Kräuter ihm geholfen haben. Deshalb möchte er euch vielmals danken. Puka Puka, Puka Puka. Wie ich bereits sagte, ist Puka Puka ihre Lebensweise. Es bedeutet, was sein wird, wird sein. Es hat noch eine andere Bedeutung, nämlich, dass am Ende alles gut wird. Ni Purichi Sato Puka Puka. Nun, wir sind froh, dass es ihm besser geht. Er ist glücklich, dass es ihm besser geht, oder? Ich nehme mal an. Wäre sonst ein bisschen blöd, ne?